Was ist Art of Kart? Totaler Rennspirit. Man kommt sich einfach wirklich vor wie ein Rennfahrer. Und seit heute fahren wir mit 2 Tipos-Teams, ein Haufen Kunden von uns da. Es ist einfach geil, das Wetter ist super. Wir sind jetzt hier oben in der Kartus Lounge mit all unseren Partnern, Freunden, Kunden. Es ist, ja, das Leben ist einfach schön. Es ist einfach genial. Richie, du hast ja mit dem Rücken nicht leicht gehabt, bist aber trotzdem gefahren wie eine gesenkte Sau. Wie ist es denn gegangen? Nein, muss man sagen, die Tabletten wirken. Und von einem recht lieben Herrn habe ich dann auch noch so ein spezielles Korsett gekriegt. Das hat mir das wieder alles ein bisschen eingerenkt. Im Kart ist so viel Adrenalin drinnen, da spürt man wirklich nichts und das stört auch überhaupt nicht. Und Samuel, du bist das erste Mal dabei. Wie war es für dich? Anstrengend. Ich habe ein anstrengendes Wochenende gehabt und haben nicht gedacht, dass das so reingeht. Ist herrlich, super. Aber es ist wirklich eine ganz tolle Veranstaltung und eine lustige Sache. Ich komme auf alle Fälle wieder und oben zu die Boxenluder dann kommen, habe ich gehört. Ne? Das freue mich auch schon. Was? Und wie war das Rennen für dich? Wie ist es gelaufen? Erste Runde klassisch durchkommen, zweite Runde leider Gottes Crash. Doch vorbeigefahren, 5. Platz, Übergabe am 3. Platz und gehalten bis zum Schluss, fast bis zum Schluss. Beim Schluss hat uns Tippus klassisch natürlich wie immer überholt und wir sind 4. geworden, aber top, top, top. Hier, in der Gesamtklasse, bei der EK.